Sonic Youth ist für mich eine wichtige musikalische Inspiration. Seit ich 13 bin, höre ich die Musik Dirty, Sister, Ghoul, Daydream Nation, das waren die ersten Alben und dann später Washing Machine. Für mich ist es so ein bisschen wie der Soundtrack zu meinem Leben und ich habe immer wieder auch schon Stücke in die Band gebracht und das war schön, dass wir das jetzt mal als Ganzes umsetzen konnten. Die Stücke auf unserer neuen CD sind meine absoluten Lieblingsstücke von Sonic Youth, kombiniert mit Kompositionen von mir zu Texten von Sonic Youth Liedern. Stefan hat uns CDs gebrannt, mir und Claudio, CDs mit vielen Stücken von Sonic Youth. Wir haben uns die alle angehört, wir haben uns die Stücke ausgesucht, die sich auch am besten eignen für uns als Jazz-Trio. Und wir haben dann geprobt und so ist das entstanden. Sonic Youth arbeitet mit Songs und verfremdet sie, zerstört sie, erweitert sie, aber die Basis ist das Lied. Und wir von Rusconi haben eigentlich sehr eine ähnliche Herangehensweise an Musik. Wir komponieren Lieder und improvisieren melodisch in diesem Kontext. Nicht nur die Komposition an sich von Sonic Youth waren sehr inspirierend bei der Aufnahme, sondern auch die Art, wie sie produzieren. Im Vergleich zu den letzten Alben konnten wir im Studio viel mehr experimentieren und hatten mehr Möglichkeiten, die Stücke einzeln zu produzieren. Wir haben viel mit Effekten gearbeitet, mit Klängen, mit Farben, die es auf unseren älteren Alben so noch nicht gibt. Wir haben hier ein Album gemacht mit Musik von Sonic Youth, aber wir haben unsere eigene Sprache ganz stark einfließen lassen. Für uns hat diese Platte eine große Aktualität und wir sind Jazzmusiker. Das heißt, für uns ist das eine mögliche Version, wie Jazz heute klingen soll und kann. Mm-mm-mm-mm-mm. Mm-mm-mm-mm-mm. Gika-gika-gika-gika.